Ich habe aus dem Garten die Johannisbeeren geerntet und daraus machen wir jetzt lecker schmecker Marmelädchen. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet. Wir sind gerade im Garten. Ich werde jetzt hier die Johannisbeeren erstmal, ja, popeln, also von diesen grünen, ja, wie nennt man das? Weiß ich nicht. Von dem Grünen einfach entfernen, sodass wir die schönen kleinen Johannisbeeren haben und dann geht's drinnen in der Küche weiter. Dann zeige ich euch, was wir an Zutaten brauchen und machen uns ran an die Marmelade. Wir sind jetzt drinnen angekommen in der Küche und ihr seht ja auch schon die Zutaten, die wir brauchen. Es waren einige Johannisbeeren mehr als jetzt hier in der Schüssel. Aus den restlichen mache ich normale Johannisbeermarmelade. Die habe ich vor, ich glaube, vor 2 Jahren gefilmt. Ich kann die euch hier oben gerne mal verlinken, wenn euch das interessiert. Vom Prinzip wird die im Grunde identisch zubereitet. Ja, die Zutaten. Wir brauchen 500 Gramm Johannisbeeren, 500 Gramm Mango, eine schön reife Mango, das sind jetzt hier bei mir ungefähr anderthalb. Dann 500 Gramm Gelierzucker im Verhältnis 2 zu 1. Dann einen Teelöffel Speiseöl, einen Teelöffel Zitronensaft. Und dann kommt in diese Marmelade ein bisschen Vanille. Ich dachte, ich hätte noch Vanilleschote hier, habe ich aber nicht. Drum gebe ich ein bisschen Aroma rein. Ansonsten, ja, wie gesagt, flüssige Vanille, Vanilleschote, könnt ihr machen, wie euch das gefällt. Hier an der Seite habe ich schon Gläser stehen. Das werden wahrscheinlich viel zu viele sein, aber naja, lieber zu viel als zu wenig. Die habe ich schon abgekocht in einem Topf mit Wasser und einem guten Schuss Essig drin. Damit sind die schön sauber und sterilisiert. Und ja, die Marmelade werde ich jetzt im Thermomix zubereiten. Ihr könnt das Ganze natürlich auch im Topf machen. Und ja, wir gehen jetzt mal durch das Rezept. Im Übrigen, wenn ihr Einmachgläser braucht, ich kann euch unten gerne mal welche verlinken. Ich sammle übers Jahr hinweg immer ja, Gläser von Rote Beete und eben all diesen Sachen. Und ja, habe entsprechend dann jetzt die Gläser hier. Wenn ihr keine haben solltet, verlinke ich euch unten mal welche auf Amazon. Ja, starten wir doch mal. Los geht es jetzt hier am Thermomix. Und zwar muss jetzt erstmal das Obst in den Topf. Ihr könnt das natürlich, wie gesagt, auch in einem ganz normalen Topf zubereiten. Muss nicht unbedingt eine solche Küchenmaschine sein. Dazu kommt dann jetzt der Gelierzucker, das Öl, Zitronensaft und ein paar Tropfen vom Vanillearoma. Oder eben Vanilleschote, je nach Geschmack, wie es euch gefällt. Dann kommt der Deckel mit dem Messbecher drauf und das Ganze wird jetzt erstmal zerkleinert und zwar 15 Sekunden auf Stufe 5. Alternativ im Kochtopf würde ich einmal mit dem Pürierstab alles gut zerkleinern, dann habt ihr das gleiche Ergebnis. Schauen wir uns das Ganze mal an. Hoppala, so sieht das jetzt aus. Und ja, mehr müssen wir eigentlich auch nicht machen. Das Ganze kocht jetzt und zwar 13 Minuten bei 100 Grad auf Stufe 2. Im Kochtopf, ja, müsst ihr halt mal schauen, bis die Hitze dann da ist. Vielleicht 5 Minütchen länger. Aber ja, prinzipiell einfach kochen für eine gute Viertelstunde. Und ja, dann kann das Ganze in die sterilisierten Gläser. So sieht das Ganze jetzt aus. Und ja, wird jetzt von mir in Gläser gefüllt. Wie gesagt, vorher sterilisieren, das ist wichtig für die Haltbarkeit. Schön bis oben voll machen. Und wichtig ist auch, dass der Rand sauber bleibt und dann direkt verschließen und ich stelle die noch auf den Kopf.
Manche sagen, dass man es nicht machen muss. Ich mache es trotzdem. Sicher ist sicher. Es wäre schade, wenn die Marmelade nachher vergeht. So, jetzt drehe ich die Gläser wieder um. Besser mit einem Topflappen. Die sind nämlich ganz schön heiß. Jetzt fehlen natürlich noch Etiketten, die habe ich ausgedruckt. Die sehen bei mir so aus. Unten das Datum und oben, ja, worum es sich hier handelt. Die Etiketten, ich kann euch das unten mal verlinken. Das ist eine Seite, die habe ich mir ergoogelt. Da kann man kostenlos Etiketten für alles Mögliche in zig verschiedenen Designs selber konfigurieren und dann eben auch direkt ausdrucken. Und ich habe die auf so einer Etikettenfolie ausgedruckt und die kommen jetzt schön hier oben drauf. Ich hole euch jetzt noch mal ein bisschen näher ran. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Das ist ein super Mitbringsel, Gastgeschenk, wenn man irgendwo eingeladen ist. Oder auch für Weihnachten. Ne? Ein netter Gruß aus der Küche, Schleifchen drum. Und ja, bisher hat sich jeder über meine Marmelade gefreut. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr lasst mir ein Däumchen oben da. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und ja, so habt ihr auch im Winter ein gutes Stück Sommer. Einen wunderschönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.